Hier ist Tom von Shiner Gadgets und wir haben heute wieder ein Unboxing von euch von einem Smartphone und zwar von dem Vivo Nex in der Dual Display Edition. Das ist kein richtiges Unboxing, denn wir haben das Paket leider schon aufmachen müssen. Wir konnten nämlich nicht so ganz identifizieren, was es sein soll. Es kommt aber wie meistens von unseren guten Freunden von Trading Shenzhen. Danke nochmal an der Stelle, das ging mal wieder richtig flott. Ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, letztes Jahr kam das Vivo Nex raus. Das war überall bei der, war das die WM oder die EM, war es überall in der Bandenwerbung, wurde das schon beworben. Alex hat es auch für euch getestet, war so eins mit Fingerabdrucksensor im Display und so einer kleinen Pop-Up-Kamera. Richtig cooles Teil. Davon hat man jetzt nicht den direkten Nachfolger rausgebracht, sondern diese Dual Display Edition. Das heißt, wir haben zwei Displays, das haben wir bisher nur einmal gesehen, und zwar bei dem Nubia X. Das habe ich auch für euch getestet. Kommen wir mal direkt zu dem Paket an sich. Hier wird schon angedeutet, es gibt irgendwie zwei Seiten. Hier steht nur Nex, ist nirgendwo von einer 2 oder so die Rede. Hinten ein paar chinesische Schriftzeichen drauf, also ein CE-Sticker draufgeklebt. Das ist, glaube ich, nicht ganz so legit. Aber gut, sonst kriegen wir nicht so viele Infos, außer eine Info zum Speicher. Und das ist auch natürlich so ein kleines Highlight, 10 GB Arbeitsspeicher. Ja, ist eins der ersten Smartphones, die im zweistelligen Arbeitsspeicherbereich sind. Wir hatten jetzt das Lenovo, glaube ich, mit 12 GB und das Mi Mix 3 in dieser Special Edition kommt auch mit 10 GB. Also auch echt cool, bin mal gespannt, ob man das im Alltag merkt, aber wollen wir erstmal auspacken. Das sieht gut aus. Hier wird schon angedeutet, dass nämlich auch wieder ein Fingerabdrucksensor im Display drin. Den werde ich natürlich gleich auch direkt mal ausprobieren. Aber legen wir das schön nochmal erstmal auf die Seite. Mal gucken, was hier so noch so ist. Hier ein Charger ist dabei. 22,5 Watt. Wir haben sogar Kopfhörer dabei. Chinesische Bedienungsanleitung kann weg. Hier wieder die coole SIM-Nadel von Vivo. Und hier haben wir noch ein USB-Typ-C-Kabel. Oh, was ist das denn? Das ist ein Case. Ist eher so ein Bumper, würde man sagen. Kein richtiges Case, aber bin ich jetzt mal positiv überrascht, habe ich gar nicht mit gerechnet. Jo, das sieht man schon auf den ersten Blick, so viel Display, sind auch 6,4 Zoll. Hier, alter Schwede, das ist noch größer als bei dem Nubia X. Wir haben hier so einen komischen Rand. Ich wollte gerade schon sliden, aber es ist kein Slider-Smartphone. Oh, das sieht auch cool aus. Das ist auch echt nahtlos drin in der Rückseite da hinten. Haben ja so einen schönen blauen Colorway, den sieht man aber eigentlich nur am Rand, weil er die Rückseite auch gar nicht so viel Platz bietet. Das wird hier so unten und oben so leicht angedeutet. Hier unten USB-C, hier haben wir einen SIM-Slot, wahrscheinlich Dual-SIM. Sonst haben wir hier sogar einen Kopfhöreranschluss. Kopfhöreranschluss bei so einem Handy ist auch eine Seltenheit. Und hier die Kameras, denn wenn man zwei Seiten hat, braucht man nicht unbedingt eine Frontkamera. Man hat hier drei Kameras insgesamt. Bei dem Nubia waren es manchmal nur zwei, von daher könnte eine Steigerung sein, aber das eine ist so ein TOF-Sensor, das ist für Augmented Reality. Aber ich mache das gute Stück mal an. Nex, powered by Android. Klar, hier ist Android drauf. Darüber liegt diese Funtouch-Oberfläche. Ist stark angepasst, erinnert so ein bisschen an iOS. Man sieht da, man kann Deutschland auswählen und es ist direkt auf Deutsch. Neue Navigationsgesten, Funktionen, bla. Ich richte das mal eben ganz kurz ein und dann sehen wir uns gleich wieder zum ersten Eindruck. Okay, jetzt kann ich hier gerade die Gesichtserkennung einschalten und da sehen wir das Display auf der Rückseite. Boah. Gesichtserkennung und er nimmt sich Zeit, mich zu scannen. Registrierung abgeschlossen und da starten wir auf der Rückseite. Ey, das ist nochmal ein Stück größer. Man muss mal überlegen, das sind 5,5 Zoll. Das ist so groß wie so ein iPhone 8 Plus oder so. Oder so ein Redmi Note 4 oder Mi A1, wem das noch was sagt. Also ein riesen Display. Ich glaube, beim Nubia waren es 5,1 Zoll, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, zum Umschalten waagerecht mit drei Fingern wischen. Okay, habe ich das falsch gelesen? Nein! Okay, will ich schon mal kritisieren, dass man hier nicht irgendwie direkt mal so ein Tutorial kriegt quasi. Ah! Da hätte ich aber vorher drauf kommen können. Okay, ich habe ganz übersehen, dass hier noch so eine Taste ist. Da steht nur Vivo drauf. Und das ist natürlich der typische Powerbutton. Dass die natürlich genau gegenüber liegen, hat Vivo dann doch schon schlau gemacht. Ist dann im Endeffekt auch wie bei dem Nubia. Ja, okay, das funktioniert auch wunderbar. War jetzt nicht mal eine hellste Minute, aber ist okay. Man muss nicht mal unbedingt diese Drehaktion hier machen. Das reicht schon einfach, hier einmal drauf zu drücken. Dann kriege ich hier die Meldung, dass ich das umdrehen soll und schon habe ich es auf der Vorderseite. Das funktioniert gut. Kann man auch hier in den Einstellungen anders lösen. Muss ich mal gucken, wie es noch geht. Ja, Fingerabdrucksensor im Display haben wir auch noch. Gucken wir mal eben. Das muss man natürlich auch machen, auch wenn es mittlerweile schon ein paar Smartphones haben. Ist immer noch ziemlich cool. Jetzt kann ich hier einen Animationsstil auswählen und
Das geht flott. Auf den ersten Blick jetzt, der erste Eindruck ist super, würde ich sagen. Geht natürlich nicht auf der Rückseite, ne? Hier kann ich es einfach entsperren, weil hier sind schließlich die Kameras. Deswegen wird es hier per Gesicht entsperrt und hier auf der Vorderseite mit dem Fingerabdrucksensor im Display. Das ist smart auf jeden Fall. Also für beide Seiten eine unterschiedliche Methode. Cool, funktioniert beides gut und schnell. Macht mal direkt ein Selfie. Okay, ich glaube, sie haben den Kameramodus ein bisschen geändert. Aber oh, das sieht richtig gut aus. Ich weiß gar nicht, was für Sensoren sind. Wahrscheinlich 16 Megapixel und 24 oder sowas. Foto möchte ich nicht verschönern, aber hier Nahaufnahme von mir. Da ist schon gut Detail, schöne Schärfe. Erster Eindruck ist auf jeden Fall richtig cool, gerade der Fingerabdrucksensor im Display und Face Unlock, das gefällt mir gut. Auch der Wechsel hier, das funktioniert super nahtlos. Cool, also da bin ich echt gespannt, ob das insgesamt besser umgesetzt ist als das Vivo, denn wir haben ja immerhin schon mal auf jeden Fall auch eine deutsche Sprachausgabe. Kein Band 20, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, entweder darf der Alex oder ich es jetzt testen. Wir werden uns darum streiten. Mal gucken, wer da gewinnt. Ansonsten haut doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von solchen Dual-Screen-Smartphones haltet. Findet ihr das interessanter oder das Nubia X? Haut uns die Meinung von euch gerne in die Kommentare. Hier geht es schon rüber zum nächsten Video. Vergesst nicht, das Video zu liken, den China Gadgets YouTube-Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace!